Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute sozusagen Teil 1 von einer wahrscheinlich nie endenden Serie. Und worum es geht, das erkläre ich euch jetzt. Also, es gibt ja in einem Spiel immer wieder Situationen, die ein Schiedsrichter entweder falsch bewertet, die man als Schiedsrichter nicht ganz wahrnimmt, weil sie zum Beispiel so schnell passiert, weil sie unerwartet kommt, oder die Spieler absolut nicht wissen. Das bedeutet, es gibt Regeln, wo wir als Schiedsrichter sagen, das ist ein alter Hut, aber wo selbst Spieler immer wieder drauf reinfallen. Der erfahrene Schiedsrichter wird sagen, das passiert in dem Spiel wahrscheinlich tausendmal, dass ein Spieler diese Regel nicht kennt, weil er einfach diese gelbe Karte jetzt nicht annehmen will oder wie auch immer. Aber es gibt auch normale Sachen, die ein Spieler wahrscheinlich nicht so kennt, weil die einfach so verzwickt, so tief drin sitzen in den Regeln, wo man einfach diese erst mit einem Schiedsrichterlehrgang richtig kennenlernt, weil man diese Sachen schon seit tausenden Jahren wahrscheinlich im Spiel falsch gemacht hat. Und heute sozusagen Teil 1 einer Serie. Ich habe mir jetzt bereits 3 Beispiele herausgesucht, und wenn ihr ebenso zu diesem Thema verschiedene Situationen, verschiedene Regeln kennt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare reinschreiben, und dann werde ich auch weiterhin noch zu euren Vorschlägen diese Videos also veröffentlichen. Und diese Sache von Teil 1 ist mir tatsächlich gestern in einem Spiel passiert. Also, was war los? Stellt euch mal vor, ein Stürmer von Mannschaft A spielt den Ball auf das gegnerische Tor, also auf das Tor von Mannschaft B. Der Torwart von Mannschaft B sieht den Ball so angeflogen und hält ganz lässig den Arm hoch, lässt den Ball abklatschen und dribbelt damit im Strafraum ein bisschen umher. Was passiert? Ein anderer Angreifer von Mannschaft A kommt jetzt an und möchte ihm den Ball abluchsen. Was macht der Torwart? Natürlich, er nimmt ihn mit der Hand auf. Was allerdings seitens der Spieler nicht verstanden worden ist, als ich gepfiffen habe, dass das ein Regelverstoß vom Torwart gewesen ist. Denn wenn ein Torwart beispielsweise nach einer Parade, nach einer Hechtaktion den Ball abklatschen lässt und er diesen dann nachgreift, dann darf der Torwart diesen Ball auch in die Hand nehmen. Wenn man allerdings den Ball abklatschen lässt, und zwar bewusst, also ich den mit Absicht, ich den kontrolliert abklatschen lasse, dann ist es wieder eine Regelwidrigkeit, ihn wieder aufzunehmen, da dies bereits als ein Ballbesitz gilt, so als wenn ich den Ball erstmal fest aufnehme und wieder ablege. So wird in den Fußballregeln dieses Abklatschen gewertet. Und wenn man dann den Ball wieder aufnimmt, dann ist das natürlich ein Regelverstoß. Und das wussten die Spieler beispielsweise nicht, und auch mein Assistent musste erstmal nachfragen, ja, was hast du da eigentlich da gerade eben gepfiffen? Ja, sowas kommt eben vor in einem Spiel, und da muss man eben schon mal aufpassen. So ähnlich wie beim Rückpass, was man vielleicht doch mal ab und zu übersieht, kann man sowas auch mal übersehen, dass man diese Regel nicht immer auf dem Schirm hat und man deswegen also auch das ganz leicht übersehen kann. Wenn ihr also auch zum Beispiel solche Regeln kennt, wo Spieler nicht unbedingt wissen, was jetzt eigentlich gerade eben passiert, könnt ihr mir ja gerne die Beispiele, eure Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, oder wenn ihr weitere Videos zu diesem Thema sehen wollt, auch gerne auf Abonnieren drücken. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann und ciao.